Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Coincheck. Diesmal geht es um Verge, denn heute soll das lang ersehnte Update, das Wraith-Protokoll, kommen. Deshalb will ich euch kurz erklären, was das genau ist und wie der Stand der Dinge da ist. Und am Ende gebe ich auch noch eine kleine Prognose ab, wie ich den Kurs für 2018 erwarte. Viel Spaß dabei! Ja, bevor es losgeht, wieder mal der Hinweis, das ist keine Anlageberatung, sondern meine persönlichen Einschätzungen und meine eigene Meinung. Auch die Prognose für nächstes Jahr, die ich am Ende stellen werde, ist meine persönliche Einschätzung. Und das ist auf jeden Fall keine Anlageberatung. Informiert euch selber immer über die Coins, bevor ihr investiert. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wer Verge nicht kennt, Verge ist eine sichere und anonyme Kryptowährung, entwickelt mit dem Fokus auf Privatsphäre, ist also ein anonymer Coin, ähnlich wie Monero, Dash. Also da ist das Hauptaugenmerk darauf, dass die Transaktionen zwischen zwei Parteien nicht nachverfolgt werden können. Heute soll halt ein Update kommen, das Wraith-Protokoll. Was das genau ist, will ich euch so einfach wie möglich erklären. Ich will das gar nicht kompliziert auf die technische Ebene schieben, sondern nur so einfach wie möglich das Grundkonzept erklären. Bevor ich das aber machen kann, muss man einfach wissen, was ein Ledger ist. Einfach ausgedrückt ist ein Blockchain-Ledger ähnlich wie eine Datenbank, in der alle Transaktionen gespeichert werden. Bei Bitcoin beispielsweise ist der Ledger öffentlich, somit sind alle Transaktionen transparent und können von jedem eingesehen werden. Also jede Transaktion ist darüber hinaus auch mit den zugehörigen Bitcoin-Adressen versehen. Das heißt, bei Bitcoin ist alles transparent, nur man kann nicht einsehen, wem die jeweilige Bitcoin-Adresse gehört. Bitcoin ist also ein Beispiel mit einem öffentlich transparenten Blockchain-Ledger. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Ledger, die privat sind und nicht eingesehen werden können. Bei diesen Blockchain-Ledgern werden die Daten der Transaktion versteckt. Das Problem ist aber, dass eine Blockchain im Moment entweder transparent ist oder privat. Das heißt, der Nutzer kann nicht, wenn er einen Coin verwendet, beide Vorzüge nutzen. Entweder er nutzt einen Coin, der öffentlich zugänglich ist, also einen öffentlich zugänglichen Ledger hat, oder er benutzt einen privaten Coin. Was Verge nun vorhat, ist es, dem Nutzer die Auswahl zu geben, ob eine Transaktion anonym oder öffentlich zugänglich sein soll. Und das soll halt mit dem Wraith-Protokoll geschehen, wodurch auf einer Blockchain beide Varianten angeboten werden können. Also auf einer Blockchain sollen zwei Ledger dann vorhanden sein, die eine anonym und die andere transparent. Wenn also das Wraith-Protokoll eingeschaltet ist oder eingeschaltet wird vom Nutzer, werden die Daten der Transaktion versteckt und somit nicht sichtbar über den Blockchain Explorer. Manchmal ist es aber notwendig, eine Transaktion transparent zu machen. In diesem Fall kann der Nutzer das Wraith-Protokoll einfach ausschalten und die Daten sind somit frei zugänglich im Blockchain Explorer zu sehen. Das Prinzip des Wraith-Protokolls wird in dieser Abbildung hier nochmal schön dargestellt. Hier ist so ein kleines Beispiel. Alice will 1000 Verge an Bob schicken. Alice Public-Adresse, also öffentliche Adresse, wird hier angezeigt. Und jetzt hat, wenn das Wraith-Protokoll dann veröffentlicht wird, und das ist ja das Ziel, werde ich gleich nochmal drüber reden, ob das dann heute wirklich kommt oder halt nicht. Und wenn es dann aber kommt, hat dann Alice die Möglichkeit, dieses Wraith-Protokoll halt, wie gesagt, aus- oder einzuschalten. Wenn es ausgeschalten wird, dann ist es halt so, dass es die Transaktion, wie jetzt auch gerade bei Verge die letzten Monate gelaufen ist, dann geht es durch Tor. Tor ist ein System, einfach ausgedrückt jetzt ganz kurz, dass es die IP-Adressen versteckt und ändert. Dadurch wird halt im Ledger dann gesehen, welche Adresse, wie viel Verge an welche Adresse schickt, und das kann dann alles gesehen werden. Man kann aber nicht sehen, wo die Menschen leben. Das ist halt dadurch gewährleistet, dass hier das Tor aktiv ist. Wenn jetzt aber das Wraith-Protokoll eingeschaltet wird, dann wird die IP-Adresse auch wieder durch Tor geändert und versteckt. Aber jetzt kann man nicht mehr sehen, wer an wen schickt und wie die Adressen überhaupt sind. Und somit ist die Transaktion komplett anonym. Und dann am Ende bekommt halt Bob seine 1000 Verge. So, kommen wir jetzt zum aktuellen Stand der Dinge. Was überhaupt die letzten Wochen passiert ist, das Wraith-Protokoll sollte eigentlich schon im September rauskommen. Da gab es schon einen kleinen Hype, der Kurs wurde hochgepumpt. Dann kam noch John McAfee dazu, der den Coin ein bisschen promotet hat. Und dann ist er ja komplett hochgeschossen. Und dann gab es halt die Gerüchte, dass zwischen dem
Entwicklern und dem Marketingteam seit 2 Monaten keine Kommunikation vorhanden ist, dass sie gar nicht miteinander reden und dass dieses Wave-Protokoll ein Bluff ist. Und die Deadline ist auf jeden Fall so kommuniziert worden, Wave-Protokoll kommt 2017 noch und es sind ein paar kleine Hinweise zu sehen bei GitHub und etc., dass da Updates kommen. Das kann natürlich auch wieder ein Bluff sein. Wenn es halt kommt, wäre es super für Verge. Auf jeden Fall aber immer noch diese kleine Unsicherheit, ob es wirklich kommt. Es wird viel darüber diskutiert. Hier Verge hat gerade auch nochmal auf der offiziellen Twitter-Seite gepostet, dass Verge öfter und mehr auf Twitter diskutiert wird als Bitcoin in den letzten Stunden. Also Gesprächsthema Nummer 1 ist im Moment Verge. Deadline läuft heute aus. Man sieht, wenn man sich den Kurs anguckt, die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Der Kurs ist heute explodiert wieder auf 20 Cent von gestern auf, war der sogar auf 12 Cent, also fast verdoppelt schon wieder. Also die Hoffnung ist da bei den Leuten. Falls das Wraith-Protokoll jetzt nicht kommt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der Kurs komplett einbrechen wird. Aber falls er kommt und das sieht ein, so kleine Anzeichen sind da, dass es wirklich kommt, das Wraith-Protokoll, dieses Update heute noch kommt, dann bin ich mir auch sicher, dass der Kurs noch höher gehen kann. Und wenn das dann wirklich erscheint und alles wirklich gut funktioniert, dann ist meine Prognose für 2018 auch, dass dieser Coin auf jeden Fall 1 Dollar locker erreichen kann. Das ist meine persönliche Einschätzung. Muss man natürlich abwarten, der Tag ist noch lang. Ihr könnt hier auf Verge's Twitter-Seite oder auf Reddit, werdet ihr das natürlich mitbekommen, wenn es dann halt veröffentlicht wurde. Haltet euch auf dem Laufenden. Ist auf jeden Fall spannend, jetzt zu beobachten, weil es halt der letzte Tag ist. Und ich glaube, wenn es heute nicht kommt, dann wird der Kurs einbrechen. Es kann auch sein, dass er verspätet kommt, dann wird der Kurs auch wieder hochgehen. Aber wenn es halt wirklich ein Bluff ist und da nichts hintersteht, hinter diesem System und dass es gar nicht funktioniert, dann wird es schlecht aussehen für Verge. Muss man halt abwarten und schauen, wie sich's entwickelt. Zum Abschluss nochmal der Hinweis zum Verge-Gewinnspiel. Was ihr dafür tun müsst, geht auf meine letzte Chart-Analyse, abonniert meinen Kanal, schreibt eure Verge-Adresse in die Kommentare in der letzten Chart-Analyse, nicht in diesem Video, also im letzten Video, und dann nehmt ihr auch schon teil. Viel Glück auf jeden Fall dabei. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.